Hallo und herzlich willkommen zurück bei New 2 Remaster. Ich wünsche euch einen wunderbaren guten Morgen. Hallo. Wenn ihr schon wach seid, hallo. Waren wir eigentlich unserer Figur schon mal so nah? Waren wir schon mal so nah bei der Hedi? Haben wir schon mal gesehen, dass die Hedi so extrem verschwommene Augenbrauen hat? Könnte ich sein. So kraus, wie die aussehen. Das Interessante ist, bei Elden Ring habe ich ja auch versucht, irgendwie eine schöne Frau eine coole, taffe Frau, eine Jennifer Lawrence, die das mitgekriegt, wie Jennifer Lawrence das erzählt hat. Aber bei Elden Ring, meine Tussi sieht so krank aus. Wie kann man nur so ein... Sie sieht echt aus, als ob sie irgendwie eine Grippe hat oder so. Aber hier passt das voll gut mit dem Auge. Also hier sieht voll schön aus, aber bei Elden Ring sieht irgendwie voll kacke aus. Ja, ich hoffe, ihr seid nicht nur am Rumkulern und habt auch etwas anderes gemacht, außer gegessen. Ansonsten ist es auch nicht so schlimm, weil wozu sonst? So, eigentlich wollte ich voll die krasse Anmo machen. Ging ja mal voll vor den Baum. Ja, mich erinnert das schon sehr stark an diese eine Karte von Neo 1. Gerade mal gucken, irgendwas, ob hier das hinhaut mit der Aufnahme. Ich habe gerade eben gedacht, haut das hin? Ja, haut hin. Gut, die kommen jetzt hier weg. Ach hier. Wir müssen hin. Wir sollen nach rechts, also gehen wir erstmal nach. Wir sollen nach links, wir gehen erstmal nach rechts. So rum was. Guten Tag. Du bist ein Rokorokobi. Ich spüre das. Ich bin immer zu spät. Oh oh. Ach du Heilige. Was bist denn du für einer? Na super. Oh! Wieso hatten die sich jetzt nicht geheilt? Was ist denn bei ihr kaputt? Ich habe doch nach oben gedrückt. Ich habe den Controller ausgewechselt. Wirklich. Irgendwas ist doch hier hinten. Ach, er ist hier. Oh! Na. Das ist doch noch ein. Das ist doch auch ein Rokorokobi. Hilfe, ich muss hier weg. Hilfe! Au! Na. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich raste aus. Super, super cool, super cool. Was ist los hier gerade? Du kannst dich nicht ewig verteidigen, verdammt nochmal. Okay, das. Oh. Geh nach Hause bitte jetzt endlich. Du hast genug Blut gesehen. Macau. Das erinnert mich irgendwie an die Makakenaffen. Oh, irgendjemand hat mich doch jetzt schon wieder gesehen. Ach, das war auch ein... Also heute? Was ist denn jetzt los? Komm ich vorbei, Mist. Yeah.
Oh! Ach, Mann, ey. Ach, jetzt könnt ihr mich alle mal. Jetzt gibt's ein paar. Hält man ja nicht aus hier. Ja, das sieht eindeutig aus wie die, die wir kennen. So, das ist wieder so einer. Hitachibu Kaizu. So. Du siehst aus wie jemand, der... Du hast aber ein kleines Hämmerchen auf dem Rücken. Willst du ein paar Schnitzel knopfen? Ha? Wir haben jetzt den Schnitzelklopfer dabei. So, dann klopfen wir mal das hier. Macau, immer noch. Ich glaube, der hat mich vorhin umgebracht oder so. Du bist dran. Ich mach mal das hier. Bist du fertig? Ja, das wird doch nichts hier. Bisschen enttäuscht bin ich schon von dir. Wir holen jetzt noch diesen hier zurück und dann schauen wir mal nach der kleinen Krabbe. Also rechts rum geht es ja nicht weiter, wir haben dann geradeaus. Zum Glück benutzt die keine Schnellwegschriftrolle. Was wegrennen, hä? Kannst aber nicht. So, Lederplättchen. Hier ist ja niemand. Warum ist denn hier niemand? Das kommt wieder nicht zu mir hier, das Ding. Von außen vielleicht? Nee. Okay, da haben wir eine kleine Krabbe. Wir sind jetzt... Macht gerade die Krabbe. Ja, das ist eindeutig eine Karte von Neo 1. Oh, er hat zwei! Da oben, der hat uns gesehen. Okay. Dann gehen wir mal darüber. Wenn er schon so erpicht darauf ist. Och, der hat ihn einfach geholt. Lass mich mal das einsammeln, bitte. So, Holz. Wir gehen mal hier unten lang, bevor wir oben lang gehen. Dann haben wir hier unten schon mal abgeschlossen. Ist hier noch irgendwo einer? Wenn es hier einfach so plötzlich so tief sein würde, das wäre gemein. Wir gehen aber trotzdem erstmal hier lang, glaube ich. Wir kamen... Achso, hier ist Rokugobi. So. Ach nee, wir mussten da sowieso lang. Jetzt haben sie aber einfach gemacht hier. Okay. Gibt nur einen Weg. Xübi. Hat jemand ein Kreuz auf die Hütte gemacht? Kann ich in der Hütte irgendwas machen? Ach ja. Ist irgendwas in der Hütte? Nee, gibt's nur einen Toten. Ach, es sind ganz viele Kreuze. Drachenflöte. Das war's. Gemeinheit. Lampion. Blumenfrucht. Okay, wie bist du gestorben? Takiko, die Verräterin. Ich hab's jetzt nicht lesen können.
Namahage beste, glaube ich. Boah, wen haben wir hier? Ach! Jetzt habe ich sogar zwei dabei, krass. Macht den doch kalt. Och Leute, ihr seid ein bisschen unfähig, oder? Och, ihr seid ja beide so süß. Ja, ich mag deine Synchro auch. Okay, machen wir sofort. Ich will nur mal schnell überlegen. Hier ist eine schöne goldene Halle. Boah, hier, los. Rein da. Rein ins Vergnügen. Bäm, ey. Der andere wird uns gleich verlassen. Leider sind wir noch sehr weit entfernt von unserem Level ab. Okay. Man kann scheinbar auch hier unten lang. Oh, was ist denn hier los? Aboji, der Delikt... Was ist denn da? Boah, der lebt ja immer noch. Sind ein bisschen vergiften, aber das ist nicht schlimm. Hier ist irgendwo ein Kudama, ist er da oben? Schattenspiele? Thank you.
Was? Ne. Mach du den. Ich mach den. So, hier ist ein Kodama. Wo ist er? Nee, der ist wieder da oben irgendwo. Warte mal. Da oben ist er. Da müssen wir hin. Na, mal hakes brennen gut. Das ist nur doof, wenn plötzlich dieses doofe Dämonen, diese Verderbtheit ausbricht. Irgendjemand labert hier ekelhaft. Okay. Ist hier irgendwas im Gras? Was ist denn das hier? Sind das Tretminen? Das hier. Och, hier! Uiuiui. Boah, was ist denn hier los? Meins? Mach du das mal, ich sammle mal das hier unten ein. Ich soll es nicht vergessen. Ich glaube, wir gehen aber erstmal links rum. Mann. So. Er ist nach Hause gegangen. Kommen wir hier durch irgendwie? Nee. Ach so. Wir müssen hier die Flora beschneiden. Ja, das ist echt erbärmlich. Steh auf. Komm, wir müssen ja die Flora da oben schneiden. Der hat aber nicht viel dabei gehabt. Okay, hier ist nichts weiter. Auch der hier. So. Oh nein, ich habe meinen doofen Schutzgeist wieder geändert.
Problem ist, wenn der uns dann abschießt die ganze Zeit. Das wird echt nervig. Endlich, so. Ah, jetzt, okay. Voll der Fleischhaufen. Ach, wo geht's denn da hin? Oh! Ja. Wissen alle, dass du ein Rokokobi warst. Ach, hier geht's nach oben. Okay. Da oben ist auch der nächste Kodama. Schöne Blätterchen hier. Aha. Das sieht aus wie der Baum des Lebens hier. Hallo, ich benutze deine Superfähigkeiten. Ich bin voll der Fan von dir. Oh. Oh. Schön hier hochgebaut. Gab's das wirklich? Schön, dass du es selbst geschafft hast. Schön, schön, schön. Luno Silva. Na. Das sind mit ihm, wieso kämpfen die ja nicht? Ach ja, jetzt fängst du an. Da unten was vergessen? Durch was bist denn du gestorben? Oh, nee, ey. Okay, gut, da brauchen wir alles, was geht. Aber so viel haben wir noch nicht. Hat er mich trotz des Dingensbummens abgeschossen? Okay, dann bleibt uns nur eins übrig. Und zwar erstmal, was? Sudama Schädelhut. Erstmal zu gucken, was wir hier bekommen haben. Ha, sehr gut. Oh, hier. Hut des gesegneten Ärmels. Ja, wir lieben unseren gesegneten Ärmel. Es ist aber ein bisschen dünne, die Ausbeute. Okay. Gut, aber eigentlich wollte ich doch eine Beschwörerkerze benutzen, denn wir haben Level voll. Mir ist gerade aufgefallen, wenn man diese Reinkarnation machen würde, also dieses komplette Zurücksetzen, dann könnte man doch auch die ganzen Dinge, die wir haben, gar nicht anziehen. Plus 4, das kann natürlich nicht toppen hier. Plus 4, also bitte. 348 ist eben halt schon sehr viel. Ich glaube, am Ende dieser Mission haben wir echt einen Haufen Zeug. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.